Ja, boi, ja, boi. Ich weiß nicht, ob das im Bild ist. Das muss jetzt der Obitan, vielleicht war es im Bild, ich weiß nicht, das kontrolliere ich jetzt noch einmal. War es im Bild? Keine Ahnung, wahrscheinlich eh nicht. Na gut, so schaut es nämlich aus. Herzlich willkommen zu Zonkos Welt TV. Und heute bin ich auch wirklich entspannter Bursch. Es ist ein Wahnsinn, ich habe heute was gemacht, was ich ja, eigentlich glaube ich schon echt lang nicht mehr gemacht habe. Ich habe einfach so einen Motorradtag. Weißt du, einen Tag, wo du mit dem Motorradl fährst. Warum habe ich einen Tag, wo ich mit dem Motorradl fahre? Na, weil ich den Wald zum Service bringen habe müssen, zum Lietz. Lietz in Hausmeining. Und nachdem ich gewusst habe, das ist ein bisschen, dauert ein bisschen länger, habe ich den Fatboy eingeladen. Und bin dann, ich habe gewusst, dass das eine wirklich leibende Gegend ist, bin dann da Richtung Weidhofen an der Yps. Und viel mehr dürft ihr mich nicht fragen. Ypstal, keine Ahnung. Die habe ich, glaube ich, gesehen. Ich glaube, das war die Yps, mörderisch schöner Fluss, der sich, ja, wirklich ein toller Fluss, ja. Muss man sagen. Der sich natürlich auch stark verändert, je länger man dem nachfährt oder entgegenfährt. Nicht einmal das weiß ich ganz genau. Auf alle Fälle wahnsinnig schön und jetzt habe ich einfach viel Zeit gehabt. Stundenlang Zeit, dass ich mit dem Motorrad fahre und bis dahin habe ich es echt genossen. Ich habe es wirklich genossen. Fatboy, ja, da muss ich jetzt gar nicht viel dazu sagen. Es ist technisch 2023 nichts anders. Ich habe ein 2022er. Ich weiß nicht, ob es die Farbe 2023 noch gibt. Ich finde sie wahnsinnig schön. Wunderschöne Farbe. Edel. Und trotzdem ein bisschen, ja, Fatboy-mäßig brutal. Weil optisch ist er wirklich brutal, der Fatboy. Also wir haben drinnen den 114 Kubik-Inch Motor. Also ungefähr, sagen wir, bei den 1900 Kubik sind wir da. Vielleicht sind es nur 1800, ich weiß das jetzt wirklich nicht ganz genau. Ich weiß, dass ich vorn drinnen habe einen 160er Schlapfen, hinten einen 240er Schlapfen. Und Leistung weiß ich auch nicht ganz genau. Ich nehme an, das wird so sein, irgendwie um die 90 PS und irgendwelche 150, 160 Newtonmeter. Wie gesagt, mir selber bedeutet das ja beim Motorradfahren eigentlich ganz, ganz wenig, diese technischen Daten. Und nachdem ich heute einen wirklich leibenden Motorradtag gehabt habe, so wie immer das vorstelle, habe ich natürlich die technischen Daten auch nicht auswendig gelernt. Was mich am Fatboy am meisten fasziniert, abgesehen von dieser unfassbaren Optik, ist diese Sitzposition, auf die ich stehe, ohne Ende. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, wie gut ich dort oben sitze. Also das ist für mich tatsächlich die entspannteste Sitzposition auf dieser Erde. So sitze ich. Also ich sitze jetzt nicht wie auf einem Chopper mit den Füßen nach vorn oder irgendwas. Nein, ich sitze wirklich wie auf einem Feuerstuhl. Es ist einfach göttlich. Ich habe einen wunderschönen, wahnsinnig dicken und tief verchromten Lenker vor mir und halt eine für mich eine extrem natürliche Sitzhaltung, solange man jetzt nicht wahnsinnig Feuer geben will. Das ist natürlich Grundvoraussetzung. Aber wer wahnsinnig Feuer geben will mit dem Fatboy, na, der kann wahnsinnig hart beschleunigen, das kann er. Aber spätestens dann bei der ersten Kurve, na, da muss er entspannt sein. Weil das Kurvenräubern ist nicht das Revier vom Fatboy. Also das kann er wirklich nicht super, aber er will es auch nicht kennen. Er will es auch nicht kennen. Das Entscheidende, warum er das so wahnsinnig taugt, ich bin heute so unglaublich entspannt und glückselig, richtig glückselig bin ich, weil ich dort halt oben sitze, habt ihr eh gesehen, wie aufgemeißelt, unfassbar entspannt, dieser Motor, der Milwaukee 8 wahnsinnig leibend poltert. Und weil es oft geheißen hat, wir haben jetzt relativ oft so sportliche Zweizylinder gehabt, dass die unter 3000 Umdrehungen nicht super funktionieren und so ein bisschen an der Kette hacken. Na, Alter, der fährt 1500. Scheißegal.
1500 bis 2,5. Er dreht dann eh auf bis 5000, das mache ich aber quasi nie. Ich schalte den mehr oder weniger wie ein Traktor immer. Göttlich. Wirklich ein göttlicher Motor, der natürlich relativ stark vibriert, aber irrsinnig angenehm vibriert. Also das sind keine nervösen Vibrationen, die dir jetzt die Hände einschlafen lassen oder was, oder die dir irgendwie nerven. Nein, das ist tatsächlich eine Massage. Es ist eine Massage und nicht nur für den Körper, sondern es geht tatsächlich in die Seele. Ich kann mir es nur so erklären. Auf alle Fälle bin ich unfassbar glücklich, wenn ich mit dem fahre, und ich fahre nicht schnell. Ich weiß, ich habe ein-, zweimal so eine kompetitive Situation gehabt, wo ich auch mit dem Fatboy schnell fahren habe müssen. Und da hast dann alle Hände voll zu tun und wirklich schnell bist nicht. Das geht gar nicht, dass du wirklich schnell bist. Warum geht es nicht? Erstens, weil natürlich dieser 160er-Reifen und der 240er-Reifen, diese Kombination, na, das ist nichts, wo das gedankengesteuert einlenkt. Nein, den musst du wirklich dann bei die Hörner packen und dem aber ganz klar sagen, was du willst. Und jetzt sagen wir, gedankengesteuertes Einlenken haben wir mal erledigt. Es reicht aber auch nicht nur einfach so ein Lenkimpuls und der fährt dann rein und macht das, was du willst. Nein, du musst, wenn du harsch fahren willst, musst du ihm das wirklich sagen, und zwar musst du es ihm zu jedem Zeitpunkt sagen. Also den kannst du mehr oder weniger da vorne nicht auslassen. Nein, du musst ihm zu jedem Zeitpunkt sagen, Alter, jetzt will ich genau das. Ja. Und dann macht er es auch nicht, Zentimeter genau. Das macht er einfach nicht. Naja, und das nächste Problem ist natürlich, dass diese Trittbretter dann relativ früh aufsetzen, sofern man diesen Fatboy nicht artgerecht bewegt. Und also zum Beispiel mit dem Fichtdoch, da könnte ich keine Ausfahrt machen. Das wäre Wahnsinn. Und wenn ich den Fichtdoch da dort aufsetze, diesen kompetitiven Typen, dann ist wahrscheinlich der Fatboy hin. Also egal, ich habe Gott sei Dank auch diese Fähigkeit, dass ich es unheimlich genießen kann. Weißt du, dass ich so durchs Land rudel und bist du deppert. Also durchs Land rudeln kenne ich nichts, was so leibend ist wie dieser Fatboy. Das ist unfassbar, unfassbar. Wie leibend das ist. Und ich meine, jetzt ist es so gewesen heute, was habe ich gehabt? Eine arge Situation habe ich leider auch gehabt. Das muss ich schon sagen, eine arge Situation habe ich gehabt, ja. Dass ich nämlich dort im Gastgarten sitze, mir Gordon Bleu bestelle, ich meine, das gehört dazu, das ist ein Feiertag, Gordon Bleu mit Pommes, bitte. Und ich natürlich den Fatboy so geparkt habe, dass ich ihn sehe. Weil ich meine, wenn ich das Gordon Bleu reinhaue, dann will ich den freien Blick auf den Fatboy haben. Und irgendein so ein Wappler hat ganz normal sein Fiat Panda dazwischen gestellt. Also der hat den dort eingestellt, richtig in die Sichtachse. Und da haben wir gedacht, Alter, das darf doch nicht wahr sein. Hast du überhaupt kein Gespür? Das gibt's doch nicht. Und natürlich habe ich mich dann, ist nicht so schlimm gewesen, aber ich habe dann natürlich den Gedankengang mit Fiat Panda, war ich schon wieder bei 1000 PS, weil da haben sie im Redaktionsauto ist so ein Fiat Panda, Alter, der kommt dran, das ist ein Wahnsinn. Und der Fiat Panda ist ja eigentlich jetzt vom Preis-Leistungs-Verhältnis ein Wahnsinn, weil bei 1000 PS wird da treten in einer Größenordnung, das ist irr, aber sie da bringen ihn nicht um. Also egal was sie probieren, die Kiste überlebt alles. Ist natürlich super. Aber für mich war es ein bisschen, echte Trottelaktion, dass er dort genau den einstellt. Jetzt habe ich halt mein Gordon Bleu essen müssen, ohne Sichtkontakt auf dem Fatboy. Ich glaube, mein Fatboy ist auch am Arsch gegangen, aber nein, da sind wir drüber weggekommen. Ja, und ansonsten, was da, wenn du entspannt durchs Land fährst mit so einem Motorradl und natürlich Chettinger, das ist ja der wahnsinnig schöne Carbon-Chettinger von Scorpion. Bist du deppert, der passt natürlich unfassbar gut zu dieser Farbe. Und wenn mit dem dann ganz entspannt durchs Land rudelst, das ist ein Wahnsinn, was für Gerüche du dort aufnimmst. Also ich meine, einerseits jetzt, wenn es gerade das Feld, wenn es dort, ich weiß nicht, wie die Deutschen sagen, die Gülle abgeladen haben, bei uns sagt man, wenn es gesurrt ist, also wenn es so richtig in Scheißdreck in die Felder rein, dann zum Düngen. Das ist ein ganz arger,
eigentlich möglicherweise ist für manche ein Gestank, für mich ja nicht, weil ich diesen Kuhmist ja als Kleiner einfach, ja, der war allgegenwärtig und ich habe das wahnsinnig gern gerochen und so ist es heute auch, dass ich das wirklich gern rieche. Ja, und zweitens ist es so, dass das ja dort wirklich sehr gebirgig ist eigentlich, diese Gegend. Und da ist natürlich nicht so wie jetzt im Weinviertel, wo es da mit den Traktoren durchfahren und alles abmähen. Nein, das mähen sie dann teilweise mit der Sense. Ordentliches Gefälle, dann mähen sie das ab mit der Sense. Und wenn dieses frisch gemähte Gras, das hat auch so einen ganz einen eigenen Geruch, den ich auch wahnsinnig gern rieche. Und das habe ich mir heute, also das, ich bin dort gesessen im Sattel und ich muss dazu sagen, Freunde, ganz ehrlich, ich bin oft genug einfach nur 80 gefahren. Ich bin mit 80 da durch das Land gerodelt, Wahnsinn. Hab schon den Sechser drinnen gehabt, also da hast du dann, glaube ich, weiß nicht, 1500 Umdrehungen. Und richtig super, richtig super. Und wenn von hinten einer ein bisschen andruckt hat, habe ich rechts blinkt, dass er vorbeifährt, der nur, damit ich das weiter genießen kann. Also das war absolut vom Feinsten. Und diese Geruchsaufnahme und dann noch dazu diese extrem entspannte Sitzposition und das Poltern von unten. Also das war ein Gesamtkunstwerk vom Allerfeinsten, was mich, ja, also zumindest im Moment ganz normal 20 Jahre jünger gemacht hat. Was mich allerdings um 20 Jahre älter gemacht hat, war, dass man dieses depperte Pfeiferl, ihr wisst eh, mein Elektropfeiferl, na, da hat der Akku eingemeiert. Jetzt könnt ihr es eigentlich schon wissen, dass so nach 5-6 Monaten, nachdem man dort den Akku nicht tauschen kann, das ernst wird. Da habe ich ja eh immer zwei mit. Aber jetzt ist es halt so, dass beide mehr oder weniger gleichzeitig den Geist aufgeben haben. Und das heißt, ich habe müssen nach Amstetten fahren. Weltstadt Amstetten, weil ich mir gedacht habe, dort kriege ich vielleicht ja, irgendwelche Ersatzdampfwaren. Und das Amstetten, das kann ich euch nur ganz kurz sagen, ist ein Wahnsinn. Dieses Zentrum, da ist ein Geschäft neben einem anderen. Das ist wirklich irr. Ich glaube, ich bin in einer Großstadt. Das ist ein Wahnsinn. Wirklich, ein Geschäft neben anderen. Also das Zentrum in Amstetten, das lebt wirklich. Ja, und es hat ein ganz leibendes Dampfgeschäft gegeben. Ich glaube, er hat geheißen Dampfmax. Das tut mir jetzt fast leid, dass ich es nicht ganz genau weiß. Aber ich glaube, Dampfmax hat er geheißen. Und der hat alles gehabt. Der hat mich mit allem versorgt, was notwendig war. Und ich sehe dann auf der Pudel 5 so Liquids. Und da ist ganz einmal oben gestanden auf jeden Markenname. Und ich will das jetzt gar nicht aussprechen, weil man sonst eventuell dieses automatische Programm da vor Google eine hat. Ganz einmal oben gestanden in großen Buchstaben, das ist der Markenname. F-I-C-K-E-R. Und ich habe mir gedacht, Alter, das ist aber echt gewagt. Und rät den an, der Typ war irrsinnig freundlich und hat sich auch wahnsinnig gut ausgehört, der war echt super. Und ich sage, no, das ist aber ein bisschen ein ärgeres Liquid, oder? Und er sagt, nein, das ist unsere Eigenmarke. Eigenmarke Topseller. Und ich denke mir dann, das ist schon ein bisschen ernst. F-I-C-K-E-R steht so groß oben, das ist der Topseller. Und dann haben wir gedacht, ja, vielleicht bei den jungen Leuten, was, dass das so lässig ist. Weil ich tät wahrscheinlich nicht mit sowas um dumm laufen. Und sagt dann, ja, das wäre bei den Jungen, wird das ziehen. Sag er, nein, das gibt auch ältere Kunden. Den ältesten, den ich habe, der das wirklich gern kauft, der ist 84. Also, einfach ein Traum. Offensichtlich sind die Leute in Amstetten ein bisschen anders gebaut wie ich. Aber mir wäre es auch nur mal zu scharf, aber ich habe es echt leibend gefunden, dass sie es machen und dass sie es gut verkaufen. Ganz großartig. Ja, und was ich euch auch noch ans Herz legen will, die deutschen Freunde, wenn sie jetzt denken, Alter, spinnt der komplett, er kennt sie eh überhaupt nicht aus in der Geografie und jetzt empfiehlt er uns dort so Orte, aber Weidhofen an der Ybbs. Ich bin dort in meinem Leben sicher schon 30 Mal vorbeigefahren, weil ja früher mein Mazda habe ich in Weidhofen an der Ybbs beim Lidz gehabt. Und nicht wie jetzt den Fiat bei Inhaus Mening. Und das heißt, ich bin wahnsinnig oft durch Weidhofen an der Ybbs gefahren, aber halt nie ins Zentrum abgebogen. Und das Zentrum ist ein Wahnsinn.
Das ist wirklich ein Wahnsinn. Also Weidhofen an der Yps, bist du deppert, das Zentrum, na, das ist unfassbar. Ist unfassbar. So, aber gut, klassische Verzettelung Deluxe, komplett mörderisch. Bei mir ist so, ich bin auf alle, jawohl. Boah, geschleicht, das war alte XS, ein 57er XS, Dreizylinder mit Kardan. Das war aber Wahnsinn und der hat Holmhackerln oben gehabt. Na göttlich, weil man immer glaubt hat, die Dreizylinder, die kommen von Triumph. Nein, Yamaha hat das schon gehabt in die 80er Jahre. Dreizylinder, 57 und 850. Gut, das ist ein Wahnsinn. Aber der Fettball, der ist eh so unfassbar entspannt, dass ihm das wirklich wurscht ist, das weiß ich. Und ja, ich selber habe eine wahnsinnige Freude. Ich muss ganz ehrlich sagen, und ich glaube, behaupten zu können, die angenehmste Sitzposition auf diesem Planeten für mich ist die einfach am Fettball. Das ist so sehr es an Rotking schätzt, der Fettball, wie der Lenker geschwungen ist, wie ich dort in dem Sattel drinnen sitze, wie die Trittbretter positioniert sind, ist einfach schlichtweg perfekt. Und dass ich beim Kurvenfahren wirklich Arbeit habe, also das ist nicht so, dass das irgendwas von allein macht. Nein, du musst es ihm sagen, was er zu tun hat. Das ist mir echt scheißegal. Das ist mir echt wurscht. Im Gegenteil, irgendwie finde ich es sogar spannend, dass du so doch bei der Sache sein musst. Also du kannst zwar irgendwie abschweifen und kannst dich wahnsinnig gut fühlen, aber du musst doch bei der Sache sein. Und ja, was ich weiß, das ist auch noch so eine Kiste ohne dramatische Elektronik. Taugt mir auch. Ich muss leider zugeben, es taugt mir. Ich bin wirklich glücklich, dass es sowas noch gibt. Natürlich hat er ABS, aber das mit dem ABS, ja, wie soll ich das sagen, das ist das, was mir am wenigsten stört, weil sie das mittlerweile ja wirklich super gemacht haben. Das behindert mich ja nie. Aber so wie ich jetzt diesen Vergleichstest gehabt habe, da bei 1000 PS, mit diesen ganzen SB- und R-Motorradeln, also mit diese sportlichen Neckbikes, der Martin Bauer hat mir immer sämtliche Elektroniken ausschalten, weil das alles sonst so verwässert ist und er dieses ursprüngliche Potenzial von dem Motor nicht spürt. Und bei mir ist es so, das ist einfach so, ich will auf ein Motorradl nichts einstellen. Ich will mich aufsetzen auf mein Motorrad und will fahren. Das will ich, und so wie das vom Werk aus konfiguriert ist, so fahre ich, und da kann ich dann sagen, na, finde ich nicht leibernd, wie das konfiguriert ist. Das ist nicht mein Motorradl. Oder ich sage, das ist perfekt, das ist genau meins, so soll es sein. Und wie soll ich das sagen? Ich will nicht um ein Dumm drucken. Ich will es wirklich nicht. Ich will nicht um ein Dumm drucken bei so einem Motorradl. Ich will fahren. Ich will fahren und will eine wahnsinnige Freude haben. Und wenn ich dann weiß, Alter, mit diesen dicken Schlapfen, na, da musst du ein bisschen arbeiten, na, dann weiß ich das. Wenn ich am Fettball aufsteige, weiß ich, Alter, die Kurven kann ich nicht so fahren wie mein Werkstumfisch. Das kann ich nicht. Aber ich bin ja kein Volltrottel. Das überreise ich ja. Und ich meine, spätestens wenn du drauf sitzt, musst du es eigentlich spüren, welches innere Programm jetzt abgerufen wird. Aber dass ich dort an der Maschine eine unendliche Vielfalt an Einstellmöglichkeiten habe, das bock ich nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das bock ich nicht. Und ich behaupte jetzt in meiner, wie soll ich sagen, Obergescheitheit und, also, was kann man da noch sagen? Was ist das? Obergescheitigkeit und so Selbstverliebtheit wollte ich jetzt sagen, aber irgendwie so Überheblichkeit vielleicht. Ist ja wurscht, sagen wir Überheblichkeit. Dass 95% der Leute da außen, die so Motorradeln kaufen mit der wahnsinnigen Elektronik, die können das nicht einstellen, was wollen. Ganz sicher nicht. Da bin ich echt überzeugt. Ja. Und ich will es auch nicht. Freunde, hast mit mir bitte den Fatboy willkommen. Ich habe eine wahnsinnige Freude. Gott sei Dank ist er zu mir gekommen, der Fatboy. Es kommt sicher im Laufe der nächsten Wochen kommt noch etliches auf mit dem Fatboy. Er wird sich jetzt in der Garage mit der ZH2 SE, also mit dem
der Tanker und mein Werkstundfisch, die werden sich nicht in die Quere kommen. Ganz sicher nicht. Da, ist, wie soll ich sagen, das ist ein ganz anderes Revier, aber ich freue mich auch schon wahnsinnig, wenn ich dann mit sowas dort wirklich gemütlich durch das Weinviertel bläder. Aber auch in den Bergen ist es einfach sehr, sehr lärmend. Also ich genieße es wirklich. Ganz großartig. Jawohl. So, Freunde, jetzt bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Einen Daumen hoch für den Fatboy, habe ich schon gebettelt. Mache jetzt halt noch einmal. Und ja, ich fahre jetzt noch ein Stiegel und dann hole ich den Wal, der hat jetzt mittlerweile schon 125.000 Kilometer drauf und hat einen Service gebraucht. Und ja, es ist so, dass ich wirklich jeden Kilometer genieße. Jawohl. Jawohl, bravo Fatboy, bravo Fatboy. Sehr gut, dass du zu mir gekommen bist. Sehr, sehr gut. Wirst sehen, du wirst es nicht bereuen. Nein, du wirst es nicht bereuen. Sicher nicht.